Die Stimme ist arg angeschlagen heute. In meinem Ausstellungsteil befasse ich mich mit der jüdischen Zuwanderung in diese Region, wobei ich eigentlich dazu sagen muss, dass wir ja, wenn wir über die jüdische Zuwanderung reden, schon über 1000 Jahre reden. Aber ich habe für die vier Tafeln, die wir dann hatten, drei Zuwanderungsbewegungen aus dem 20. Jahrhundert genommen. Drei Bewegungen, die auch ganz wichtige Impulse für die jüdischen Gemeinden gesetzt haben. Das erste ist eine Zuwanderung so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Bergbau Arbeitskräfte suchte, auch in Polen Arbeitskräfte gesucht hat und eben zu diesen oder unter diesen vielen tausend polnischen jungen Männern, die gekommen sind, eben auch sehr viele jüdische Männer gewesen sind. Der zweite Zuwanderungsteil befasst sich mit der Zuwanderung vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind die sogenannten DPs, die Displaced Persons, die, ja, das waren also Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, die hier geblieben sind, die hier befreit worden sind, nicht mehr in ihre Heimat zurück wollten und dann zusammen mit den wenigen Rückkehrern, Rolf Abraham wurde ja auch schon genannt, dann Abrahamsohn, die dann hier die Gemeinden neu belebt haben. Und der dritte Zuwanderungsteil, das ist die Zuwanderung von jüdischen Familien aus der früheren Sowjetunion, die ja seit 1990 ungefähr hier in diese Region gekommen sind. Aber auch hier mehr, hoffentlich mit kräftigerer Stimme, dann am kommenden Mittwoch. Da halten wir Ihnen die Daumen, Herr Ritter, Sie haben es aber geschafft.